Also reiten wir nochmal zurück. Nach Strawberry. Er ist immer mit. Thought I was done. Oh, die sind so stressig, die Leute hier. Ich will doch einfach nur von Strawberry nach Saint-Denis reiten, ohne Wasser zu berühren. Das macht hier so mega Stress draus. Das ist ein Stress, ey. I got no problem. Oh, falsche Taste, falsche Taste. Okay, ist echt scheiße, ich hab's so geil, ist langsam. Reicht's langsam. Die haben echt Probleme, ey. Ich will doch einfach nur hier scheiß Mission schaffen. Die rasten alle voll aus. So, jetzt bin ich in Strawberry. Reiten wir erstmal dann bis zu Rick Station. Warte mal, wie viel haben wir es jetzt? Okay, jetzt haben wir es. 12 Minuten nach. Ich glaube, wir haben Strawberry. Auf ein Pferd anzuschießen, du Ficker. It's okay, boy. Das ist ein Arschgesicht, ey. Alter, guck mal. Das ist wie von 200, nee, 300, nee, 250 yeah. Auf $400 hochgekommen. Nur weil die es einfach nicht blickt, dass sie einfach eine Mission haben. Herausforderung habe, die ich schaffen muss. Vielleicht muss ich es doch mal irgendwie bezahlen. Alles voll eskaliert. Das ist schon ein bisschen heavy hier. Das ist vorhin gleich gelesen, der Scheiß. Hier kein Wasser berühren, bla bla. Ich kann das gleich so machen. Oh Mann, der reitet auch noch verlangsamt. Ja. 20 unterwegs. Gib mal ein bisschen Gas. Ich tippe schon so schnell ich kann, aber $300. Holy shit, ey. Easy. Ja, der auch schon viel Spitze war. So, das reicht für den Schild runter, dass wir da ein bisschen mehr Gas geben können. Ich meine, ich brauche kein Gas geben, ich brauche mal hier so richtige. Okay, hier geht's ein bisschen schneller. Gibt's hier irgendwo mehr Dings? Mal weg. Wir werden voll in können. Das war knapp. Das hätte voll ins Auge gehen können.
Nee, 2,5 Minuten unterwegs. Ich schaffe ihn noch. Ja, der ist schon wieder so eine Running-Gelegenheit. Ja. Schon 2,5 Mast jetzt hier. Ist voll entspannt, $160. Das ist ja easy. Ich habe irgendwo aber auch noch 5. Ja. Aber dieses Strawberry ist mega scheiße. Das ist so ein richtig kleines Kackdorf. Egal wo du hinläufst, du wirst immer noch selbst hier sein. Ja, Mann. Bei Santini geht es ja noch. Da steht es auch. Ja, gut, nee, da ist auch nicht so geil. Da steht auch fast in jeder Ecke. Das war ja vorhin schon fast $700, mittlerweile ist es so 1000er oder 900 mindestens. Muss ich das bezahlen? Ich hab gerade mal 800 gegeben, aber ich hätte nur Dollar, dass ich mir ein bisschen sparen würde. Was ist für ein Scheiß, was würde ich denn machen? Mann, Reh, geh mir aus, so wie ich sehe. So wie ich sehe, ja. Gar keine Zeit für irgendwelche Sträflinge. Ich hab's wenn eilig. Ne? Ja. Ein arme Pferd oder so. Steroide. Halt Maul! Halt Maul jetzt! Mann, hör auf hier zu gucken! Och, fuck, Alter! Der guckt die ganze nach hinten, wie die mit ihm quatscht. Guck mal hier. Mann, runter! Halt die Fresse, ich muss sein, ey. Ey, die Toast hat mich jetzt voll abgelenkt, Mann, mit dem Scheiß. Der Typ hat die ganze nach hinten geguckt, ich konnte nicht mehr schnell reiten. Jetzt fuckt ihr mich da auch noch ab, ey. Leck mich fett am Arsch, Alter. Ich hab noch 2 Minuten Zeit. Ist es da vorne, Santini? Ich hoffe. Ah ja, müsste es sein, ey. Geil, geil, geil. Komm schon. 2 Minuten noch. You're okay, boy. 2 Minuten. Guck mal, ich verdenke, blende ich noch so einen Timer ein. Frage, ob man erzählt. Ich habe jetzt Pärchen Sand und habe kein Wasser berührt. Ich wusch meine Brille. Thank you.
machen soll. Muss ich mir vielleicht auch mal irgendwie angucken oder so. Das Problem ist, können wir jetzt eigentlich ein Steckbrief-Dings machen, wenn wir selber gesucht sind. Ich glaube, ich habe verstanden. Okay, das hier, das Kopfgeld hier bezahle ich jetzt tatsächlich mal. Das sind $160. Das können wir uns easy leisten. Und dann können wir ein paar Kopfgeldmissionen machen. Alms for the blind! Scheiße. Ich hab was easy geschafft, ey. Kein Wasser berührt, ne? Vielleicht hätten wir da irgendwo in der in Strawberry irgendwo anfangen müssen zu reiten. Das kann ich halt nicht so lange. Ich hab Kopfgeld da noch. Was soll ich denn das machen, ey? Die schießen ja alle voll auf mich. If you would give me a minute, please. Komm mal her, du. Nein, ich hab keine Zeit. You got the money to pay all that off? What can I do for you? Hab ich im Leben nicht. Mal das mit dir bezahlen, aber ich kann das hier bezahlen. Where'd you get all this money? Actually, no, I don't want to know. Okay, eins von beiden könnte ich jetzt. Ah, ne, komm. Wir sind jetzt erstmal hier in der Gegend. Hier habe ich die Kopfgeld bezahlt. Hier ist jetzt alles chillig. Jo, alles chillig. Ist klar, dann machen wir mal zur. Machen wir hier noch ein bisschen Steckbrief. Und dann gucken wir mal weiter. So, werde ich wahrscheinlich erstmal kurz was anderes zocken. Bisschen Rainbow Six im Stream oder so. Mal gucken, hab ich voll Bock drauf. Komm her, Gaul. Okay, Phil. Jetzt hab ich doch 3 Folgen aufgenommen. Eigentlich wollte ich nur 2, dass ich kurz hier jetzt die Folgen weitergehen. Und das halt auf Rainbow Six zocken oder irgendwas anderes. Alles klar. Aber dann dachte ich halt, ja gut, dann, ne, wenn wir schon mal dabei sind, wir haben ja noch die Mission herausfordern müssen. Ich werde bis zur nächsten Folge, nachdem die hier kommt, werde ich mal gucken, wie ich das rauskriege. Wenn nicht, muss ich halt die 300, ja gut, mittlerweile $420 oder was auch immer zahlen. Aus weg. Lass mal auf meinen Gaul laufen. Hello, Mister. Ja, dann ist das vielleicht mal nach und weiter. Ich muss mich scheiße auf meinen Krieg. Dann haben wir nämlich schon 5 Missionen geschafft. 10 gibt es, glaube ich, insgesamt. Dann sind wir fast fertig. If you're about it, Chaser, take a poster. If you're anything else, take a seat. Alles klar. Nehmen wir mal einen Poster. Gucken, wer abgeht. Was abgeht. Lindsay Wofford. $100 Reward. Geil. Tot oder lebendig. Obersten Kopf der Lemonade-Räuber. Ey, die haben uns schon oft genug genervt. Wird er gesucht wegen Bildung einer Miliz gegen den Staat und amerikanischen Umtrieben, Mord und Ehebruch. Das ist doch voll amerikanisch. Seine Bande wurde im Gebiet der Mossy Flats gesehen. Alle Belohnungsansprüche sind einzureichen bei uns. Werden wir gleich in den. Ja, aber tot oder lebendig? Alles klar. Yo. I might just wanna hang his poster up on my wall. Yeah, they're a bad lot, the Lamone Raiders. Stupid fellas won't leave good enough alone. One of these days, the government's gonna get sick of private militias, you know. One of these days, the government's gonna get sick of all of us. Don't tell them I said that. May justice be done. I'm sorry. Ja, das ist auch besser so, ey. Was soll das? Was schießt du mir einfach am Weg rum? Hä, was ist jetzt hier? Ist das jetzt schon hier, oder? Ah, ne, das ist irgendwas anderes. Wäre ja auch zu einfach gewesen. Wo ist denn der Lappen? Ah, da oben. Ja, wow. Jetzt muss ich wieder irgendwo hin, wo ich fettes Kopfgeld hab. So, hab ich noch genug Muni und so dabei? Jo, so. Mann, chill doch mal alle. Ich bin doch nur im Waffen rein. Hier. Die trifft nicht mehr so gut, hab ich vorhin gelernt. Die Sheriffs. Oh, alles klar. Okay, warte, dann reinigen wir die hier auch noch gleich, wenn wir dabei sind. Oh, hell. Ja, jetzt chill doch mal, Alter. Was ist das denn für ein Problem, ey? Ich sitze nur hier auf meinem Gaul und reinige meine Waffen. Einen Moment, Alter.
So, da bin ich wieder. Muss mal kurz ans Telefon. So, da bin ich wieder. Muss mal kurz ans Telefon, sorry. War wichtig. Was haben wir jetzt mal hier? Ein bisschen rum. Ich erschieße dich gleich. So, was ist der jetzt tot oder lebendig? Oder? So, gucken wir mal. Gucken, wie wir den erwischen. Vielleicht schießen wir ihn ja einfach über den Haufen. Mal gucken. Ist ja immer so die Höchstgeschwindigkeit so ein bisschen dafür kaufen. Fertig bringen den Typ da zurück, vielleicht überlebend. Und dann einfach zum Schluss. Und dann gucken wir auf jeden Fall weiter. Ja. Dann zocke ich wahrscheinlich erstmal noch in die Rainbow Six. Da bin ich voll gehypt gerade. Atlas zocke ich übrigens auch gerade ein bisschen. Rainbow Six. Lindsay Wofford, I got here a warrant for your arrest, or... Crap! Nee, das lassen wir mal schön machen. Water. Don't let him take him away! This.
lebt von der Kerne. Mit, dann gucken wir mal weiter. Welcher ist denn der? Ah, der hier. Jop. Voll ins Gesicht geballert, ey. Fettchen. Ich hör's schon, da kommt's angetrabt. Hallo, Pferd. Lasagne. Schon verstaut. Der hat das schöne Fell auch verloren, das Pferdchen. So, wo müssen wir jetzt hin? Ah, wird schon markiert. Ah, das ist klar. Yep. Stadt reiten mit der Leiche hinten auf dem Gaule. What's wrong? Nix, Alter. Ich bin ein bisschen hier unterwegs, so mit meinem Kumpel. Der schläft da ein bisschen vergesoffen. Ich bin gerade mein Pferd voll. Aber sonst geht's nicht gut. War nicht klar. Abends auf oder am Wochenende halt. Auf Twitch gibt es auch so einen Plan. Was für ein Spiel. Entweder nehme ich währenddessen nochmal Red Dead auf oder halt ein Spiel. Das ist doch okay. Ah, FIFA. Das ist mir ganz kurz entfallen. So Sachen, dann werden halt meistens dann gezockt. Oh mein Gott! Hallo, ich bin im Auftrag des Gesetzes unterwegs. Ja, auf jeden Fall so Tagen. Oh, mein Pferd hat keine Ausdauer mehr. Ja. Na. So, der immer schön ein paar Folgen rausballert. Können wir ja auch ein bisschen ein paar Folgen haben. Ich brauche aber noch immer noch ein gescheites, geiles Singleplayer-Game. Das hat's noch so, weil ich habe jetzt jeden zweiten Tag um FIFA, jeden Tag um Red Dead Redemption, jeden Tag um 18 Uhr Red Dead Redemption, jeden Tag um 20 Uhr, jeden zweiten Tag um 20 Uhr FIFA. Alter, ich hab doch gebremst, chill doch mal. Auf FIFA freue ich mich halt noch für den anderen Tag, also 20 Uhr, ey, noch ich hab ja eine Zeit lang schon Source aufgenommen, aber... Es ist zwar ein geiles Game und so mit diesen ganzen Sachen, die man da an Leute hängen kann und so ein Scheiß. Aber es langweilt auch irgendwie ein bisschen auf Dauer. Und halt noch ein Open World Game mit Red Dead Redemption ist halt auch ein bisschen. Oh, ewig. Hitman war eigentlich geil dafür. You got something to hide?
Show me your face. Nee, nee, alles cool. Nix zu verstecken. I ain't in the mood to repeat my... Sorry. You shouldn't take that. Think it's best if you left. Now get... Ja, ich bin gerade hier. Ich hab's gleich. I believe this body's worth something. Well now, so much for them boys being the terror of the South. Drop that raid in the cart out back. Come around for your bounty. Alles klar. Also, hier konnte ich auch noch nie einen abgeben. Das erste Mal jetzt, ja. Normal muss ich die mal Leben fangen. Aber jetzt ist es anders, ne? Andere Zeiten. Da ist mal schon die Tür eingetreten hier. Ist klar, Chef, ein bisschen leer bei euch hier. Sollte ein paar Leute vorbeibringen. From the city of Sandani to you, sir, with thanks. Alles klar. Wie viel gibt's? Ich hoffe 100. I'm worth every penny. Alles klar, Chef. Ich glaub, es ist jetzt hier noch nicht mehr Bock mehr gehabt. Alles klar, Moment. Dann würde ich sagen, fahre ich nach... Also, was heißt fahre? Reite ich noch schnell in so ein Hotel. Wo sind denn hier die Hotels? Dam. Ein Fotostudio. Ein Schneider. Ah, das ist schon ein bisschen bronzig hier. Ein Saloon. Wollen wir mal jetzt ein Zimmer und Bäder. Alles klar. Da wollen wir hin. Ich will das Bad nehmen, das Blut ein bisschen abwaschen. Look out! Look out! Look animal! What are you doing? How do you do? Der Gummischuh. So, rein. So, das ist schon das Bädelchen. Je vous salue. Where is Tom? It's too bad. It really is. Ich weiß auch nicht, wo Tom ist. Hey, wish you pleasure. I need a bath. That's okay. Can you organize? Hello. I'll have the girls make it for you. Alles klar. Sorry. $530. Ja, gut, das geht eigentlich. Ich will ja keine Exploits benutzen, also ich weiß gar nicht, ob die noch geben. Aber es gab ja mal diesen Gold-Exploit, wo man irgendwie das Gold immer aus der Kiste rausholt und dann ist es wieder drin, dann wieder raus, wieder rein, dann wieder. Ne? Aber. Nee, sowas machen wir hier nicht. Sure, why not? Aber sowas von, Mädel. Aber sowas von. Very well. Relax and I'll do my best. Ich arbeite an jedem Ding. Die muss auch viel beschäftigt sein. Might not even recognize yourself after this. So, und nach dem Bad machen wir dann auch mal Feierabend, ne? Let me know if it's too warm. Frisch gewaschen starten wir dann das nächste Mal. Been a while since I've been able to relax like this. That's so. Ja. Kannst du eigentlich auch mal ein bisschen weiter ohne waschen. Da bin ich auch dreckig. Life can always be worse. That's for certain. So, how's it going with you? So. I'm getting along fine. Thank you. Oh, freut mich zu hören. Freut mich zu hören. Didn't your parents warn you about talking to naked strangers? You're an amusing man, you know that? Guck mal da unten links im Bild.
wie die, der Schaum aus der Badewanne rausfährt. Aber nicht oben, sondern unten. Durch die Badewanne durch. So, vielleicht kommt's gleich nochmal. Still a lot of tension. Ne, schade. Könnt ihr ein bisschen zurückspulen, wenn ihr auf YouTube guckt. Alright, that's perfect. Thanks. Oh, noch ein Schmatzer. You take care of yourself, alright? So. Dann würde ich schon mal sagen, mit diesen freizügigen Bildern, würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Alle Leute auf YouTube und im Stream geht es noch weiter mit Rainbow Six. Ciao. Nice to have one's admirers.